Und dann können wir weitermachen. Ich würde da gern hoch, danke. Ist das jetzt ganz oben oder was? Was hat das jetzt zu bedeuten? Ich verstehe es nicht. Okay. Fliegen. Ist das jetzt so eine Art Just for Fun Mission oder was? Oder haben wir ein bestimmtes Ziel? So. Könnt ihr nicht sagen, Leute. Ich weiß nicht, ob wir ein gewisses Ziel haben. Ist da was? Und fallen lassen. Verstehe nicht. Oder? So, wohin muss ich denn? Ah, ich musste da ganz... Ah, ich Idiot, jetzt bin ich echt da voll lieb. Ah, ich verdammter... Was sollte denn da... Ah, nee. Ihr wollt nicht ernsthaft kämpfen, oder? Verstehe ich nicht, egal. Weiter geht's einfach. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt war, aber egal. Ist auch, glaube ich, nicht so wichtig gewesen, was das jetzt war. Ist jetzt hier irgendwo ein Tor oder muss ich hier irgendwie gucken, wie ich über die Mauer. Ne, das ist ein Tor, okay. Gut. Ich hätte jetzt gucken müssen, wo ich über die Mauer muss, das wäre ein bisschen doof gewesen. Für den Weg hole ich, glaube ich, mir nochmal irgendwo ein Pferd, nämlich genau da. Also, da können wir anscheinend immer Free-Flug machen, wie auch immer, wer Spaß dran hat und so weiter. Macht doch Spaß, aber. Ist nicht, ja, ist halt, wenn man nichts mit zu tun hat, sozusagen, kann man halt Spaß haben mit Fliegen. Aber ich habe ja hier noch Missionen zu erledigen. Ah ja, seht, wer da ist. Madonna. Schon beim ersten Treffen hielt ich euch für etwas Besonderes. Aber ein Assassine, Katharina und manche werden nach Folly begleiten. Okay. Geht mit mir, Caro. Ihr werdet Folly lieben. Die Kanonen in unserer Zitadelle alleine stehen 100 Jahre hier. Das Artefakt wird hier sehr sicher sein. Vergebt mir, aber ich hörte noch nie von einer Frau, die ihre eigene Stadt beherrscht. Das ist sehr beeindruckend. Nun, einst gehörte sie natürlich meinem Mann. Er starb. Oh, das tut mir leid. Ach wo, ich ließ ihn töten. Oh. Wir fanden heraus, dass Girolamo Riario für die Templer arbeitete. Er fertigte eine Karte der Standorte der verbleibenden Kodexseiten an. Ich hab den verdammten Hurensohn eh nie gemocht. Er war ein schlechter Vater. Langweilig im Bett. Und überhaupt unausstehlich. Schaut. Das ist zu viel. Oh nein. Oh weh. Daran will ich nicht teilhaben. Was hat das zu bedeuten? Aspetta! Was geht hier vor? Sie kam, als sie gerade die Mauern hinter euch ließ, Signora. Die Stadt wird angegriffen. Was? Von wem? Die Brüder Orsi, Signora. Ach, verdammt nochmal! Wer sind die Orsi? Die Kanaillen, die ich für meinen Ehemann anheuerte. Das muss der Spanier sein. Die Orsi haben einen Horizont, der nicht über ihre Börse hinausreicht. Aber woher konnte er wissen, wohin wir den Apfel bringen, bevor wir es wussten? Sie sind nicht wegen des Apfels hier, Ezio. Sie wollen Riarios Karte.
Ach, hört mir auf mit der Karte, Nicolo. Meine Kinder sind da drin. Oh, porco demonio. Und jetzt? Sollen wir jetzt irgendwie ein Stündchen plaudern? Ist da noch was? Hallo? Jetzt sollen wir noch dahin laufen, okay. Na zu, fass ihn, dort! Das ist zum Kotzen. Stirb. Oh, scheiße, die Tuss ist ja schon fast halb tode. Scheiße, Alter. Die ist schon fast tot. Nein, falsche Taste. Scheiße. Scheiße. Guck mal, die hat nur 3 Lebensbalken. Sie sind schon drin. Niederträchtige Bastarde. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Aspetta. Vielleicht ja. Es gibt einen alten Tunnel unter der Westmauer, direkt vom Kanal. Bene, ich bin sofort zurück. Hey, ihr! Ja, ich spreche mit euch, ihr rückgratlosen Hunde. Ihr besetzt meine Stadt, mein Heim. Und ihr denkt, dass ich hier stehe und nichts dagegen unternehme? Soll ich da hochkommen und euch die Eier abreißen? Also die Roten sind feindlich, wie ich das sehe. Kein Unfall. Hat jemand das Schwein von Täter gesehen? Nanju, da! Da! Ergreift ihn! Hä? Hier. Oh Leute, das wird doch nie was so schnell. Ja, versuchen wir es. Die Grünen an die Macht. Ein Fremdling. Er wird uns nicht entkommen. So, der Scheiß, dann laufen wir weiter. Und tschüss. Stirb. Du auch. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Was ist ein Aufwand hier? So, wie öffnen wir jetzt das Tor? Ich glaube, wir müssen hoch, oder? Oder nicht? Na, dann kommt hier runter und versucht es. Wie wahre Männer. Und ich trete euch so in die Eier, dass wir euch durch der Nase kommen. Ihr braucht. Ihr mieten eure Hunde. Geht nach Hause. Und ich lasse euch auf den Mauern der Zitadelle zählen.
Ich weiß nicht so recht, wie ich da jetzt hinkomme. Oder ist das der Grund, warum ihr nicht gehen wollt? Ja.